Es gibt mehr als 43 Quintillionen, das sind 43 Milliarden Milliarden Möglichkeiten, einen Zauberwürfel zu lösen. Der aktuelle menschliche Weltrekord liegt bei 3,47 Sekunden. Die Betonung liegt auf menschlich, denn ein Roboter schafft das in einer halben Sekunde. Wenn auch du so gut werden willst, also wie der menschliche Rekord, zeige ich dir hier, wie es geht. Technisch gesehen kannst du jeden Zauberwürfel in 20 Zügen oder weniger lösen. Aber schauen wir uns erstmal an, woraus ein 3x3-Würfel besteht. Also 3x3 heißt, er hat drei Hauptbereiche: Mitte, Rand und Ecke. Die mittleren Blöcke befinden sich in der Mitte jeder Seite und haben eine sichtbare Farbe. Es gibt insgesamt 6 von ihnen und sie bewegen sich nicht. Deshalb steht die Farbe des mittleren Blocks für jede Seite des Würfels. Die Kante an einem Zauberwürfel ist die Stelle, an der sich zwei sichtbare Farben treffen. Wie hier. Es gibt insgesamt 12 Kantensteine. Ecksteine, wie der Name schon sagt, befinden sich in der Ecke jeder Seite. Davon gibt es 8 und sie haben 3 sichtbare Farben. Der Standard-Zauberwürfel hat 3 Reihen, die aus 9 Blöcken bestehen. Das ist auch der Teil des Würfels, den du drehen kannst. Wie jeder Würfel hat auch er 6 Seiten. Du wirst bei jedem Algorithmus, damit sind die Zugabfolgen gemeint, die Anfangsbuchstaben für die jeweilige Seite sehen. F steht für Front, also vorne, B für Back, hinten, L für Left, links, R für Right, rechts, U für Up, oben und D für Down, unten. Ein Zauberwürfel-Algorithmus beschreibt die Zugabfolge für eine Reihe von Drehungen, die die Blöcke in die richtige Position bringen, um so nach und nach den Würfel zu lösen. Wenn du ein oder mehrere Algorithmen beherrschst, dann kannst du einen 3x3-Würfel in weniger als 5 Sekunden lösen. Würfelspieler schreiben alle Züge in Buchstaben auf, die für eine 90-Grad-Drehung des Würfels stehen. R steht zum Beispiel für eine Drehung im Uhrzeigersinn auf der rechten Seite. Drehungen gegen den Uhrzeigersinn sind mit einem Apostroph gekennzeichnet. Die Zahl neben dem Buchstaben zeigt an, wie oft du den Würfel drehen musst. Aber bevor du gleich anfängst, deinen Zauberwürfel mit Hilfe eines Algorithmus zu lösen, solltest du die Drehungen üben. Wenn du ein Gefühl für den Würfel bekommst und lernst, ihn schnell zu drehen, kannst du deine Lösungszeit enorm verbessern. Professionelle Würfler nutzen Fingertricks. Das bedeutet, dass sie eine Drehung mit einem einzelnen Finger statt mit der ganzen Hand ausführen. Am einfachsten ist es, die obere Seite mit dem rechten oder linken Zeigefinger im und gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Probiere es gleich mal aus. Versuche, die obere Fläche im und gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. So geht's. Versuche nun, die untere Ebene mit deinen Ringfingern zu bewegen. Perfekt! Und jetzt versuche, diese Bewegung mit dem Drehen der rechten und linken Seite zu kombinieren. Du schaffst das schon. Es braucht nur etwas Übung. Okay, jetzt bist du bereit für deinen ersten Algorithmus. Er besteht aus 7 Schritten. Nummer 1. Bau ein weißes Kreuz am Boden. Nummer 2. Löse die weißen Ecken. Nummer 3. Löse die mittlere Ebene. Nummer 4. Bau ein gelbes Kreuz. Nummer 5. Tausche die gelben Kanten der obersten Ebene. Nummer 6. Bring die gelben Ecken in die richtige Position. Nummer 7. Löse die Ecken der letzten Ebene. Schritt 1. Bau ein weißes Kreuz auf der Unterseite. Halte den Würfel mit der weißen Seite nach oben. Die weiße Fläche ist die, wo der weiße Block in der Mitte ist. Für diesen Schritt gibt es keinen strengen Algorithmus. Bau das weiße Kreuz einfach nach deiner Intuition. Zuerst solltest du etwas erhalten, das wie ein Gänseblümchen aussieht. Wenn du das hast, richte die Farben rechts an der Farbe der Mitte aus und dreh diese Ebene um 180 Grad. Mache das Gleiche mit den restlichen weißen Flächen. So bekommst du das weiße Kreuz. Schritt 2. Löse die weißen Ecken. Ziel dieses Schrittes ist es, 3 gleichfarbige Reihen in der obersten Ebene und einen Würfel in der Mitte der mittleren Ebene der linken, rechten, vorderen und hinteren Seite zu haben. Und die weiße Seite des Würfels wird gelöst. Für diesen Schritt musst du den Hauptalgorithmus der rechten Hand verwenden. 2-mal. Dreh nur die oberste Ebene des Würfels, um eine Ecke zu finden, die die gleiche Farbe hat wie die Mittelpunkte der anderen Seiten. Zuerst wird die rechte Seite im Uhrzeigersinn gedreht. Dann drehst du die obere Seite im Uhrzeigersinn. Die rechte Seite wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Beende den Algorithmus, indem du die obere Seite gegen den Uhrzeigersinn drehst. Falls die Ecke in der unteren Ebene richtig platziert, aber nicht richtig ausgerichtet ist, wiederhole den Algorithmus, bis die Ecke an der richtigen Stelle ist. Mache das Gleiche mit den restlichen Ecken. Schritt 3. Löse die mittlere Ebene.
In diesem Schritt löst du den Rest der mittleren Ebene auf, damit die äußeren Blöcke die gleiche Farbe wie die Mitte haben. Drehe den Würfel mit der fertigen weißen Seite nach unten. Keine Sorge, du kannst sie nicht mehr vermasseln. Wenn du den Algorithmen folgst, kommt alles wieder an seinen Platz. Es gibt zwei mögliche Szenarien für diese Ebene. Wenn du das mittlere obere Teil links auf die zweite Ebene verschieben willst, ist das der Algorithmus dafür. Machen wir das gemeinsam. Dreh die obere Seite gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt wird die linke Seite gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dreh dann die obere Seite im Uhrzeigersinn und auch die linke Seite im Uhrzeigersinn. Jetzt drehst du die obere Seite im Uhrzeigersinn und dann drehst du die Vorderseite im Uhrzeigersinn. Die obere Seite drehst du gegen den Uhrzeigersinn. Wenn du den mittleren Block auf die zweite Ebene nach rechts verschieben willst, gibt es dafür einen anderen Algorithmus. Beginne die obere Fläche im Uhrzeigersinn zu drehen. Dann drehst du die rechte Seite im Uhrzeigersinn. Jetzt drehst du die obere Seite gegen den Uhrzeigersinn. Dreh die rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn und die obere Seite gegen den Uhrzeigersinn. Die Vorderseite drehst du gegen den Uhrzeigersinn, aber die Oberseite im Uhrzeigersinn. Beende diesen Schritt, indem du die Vorderseite im Uhrzeigersinn drehst. Wiederhole das mit allen Seiten und du bist fertig. Schritt 4. Baue ein gelbes Kreuz. Das Ziel dieses Schritts ist dasselbe wie beim weißen Kreuz. Aber hier gibt es mehr zu bedenken. Das ist der Algorithmus für diesen Schritt. Dreh die Vorderseite im Uhrzeigersinn. Dann drehst du die rechte Seite im Uhrzeigersinn. Jetzt drehst du die obere Seite im Uhrzeigersinn, aber die rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn. Nun drehst du die obere Seite gegen den Uhrzeigersinn. Zum Schluss drehst du noch die Vorderseite gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt müsstest du eines dieser drei Muster auf deinem Würfel sehen. Je nachdem, welches es ist, solltest du den Algorithmus für diesen Schritt eine bestimmte Anzahl von Malen ausführen. Wenn du einen einzelnen gelben Punkt auf deinem Würfel hast, führe den Algorithmus dreimal durch. Wenn es sich um eine L-Form handelt, dreh den Würfel so, dass der kleine Schenkel der L-Form das obere linke Kantenstück ist. Führe den Algorithmus zweimal durch. Wenn du eine Linie hast, drehe den Würfel, bis die Linie horizontal ist. Dann führst du den Algorithmus nur einmal durch. Schritt 5. Vertausche die gelben Kanten in der obersten Ebene. Jetzt musst du die Kanten des gelben Kreuzes so anordnen, dass die zweite Farbe mit der Farbe dieser Seite übereinstimmt. Such dir eine Kante, die bereits an ihrem Platz ist. Drehe die oberste Ebene des Würfels, um die Kante an der entsprechenden Farbe auszurichten. Es ist wichtig, dass nur eine Kante übereinstimmt. Halte sie vor dir und wende den Algorithmus an, bis auch die restlichen Kanten an der richtigen Stelle sind. Probieren wir es aus. Beginne damit, die rechte Seite im Uhrzeigersinn zu drehen. Als nächstes drehst du die obere Seite im Uhrzeigersinn und die rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt drehst du die obere Seite im Uhrzeigersinn. Die rechte Seite wird ebenfalls im Uhrzeigersinn gedreht. Nun drehst du die obere Seite zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Dreh dann die rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn, um den Algorithmus zu beenden. Schritt 6. Bring die gelben Ecken an die richtige Stelle. In diesem Schritt geht es darum, die verbleibenden gelben Ecken an ihren Platz zu bringen. Du musst sie erstmal nur in die richtige Position bringen, also noch nicht auflösen. Finde die Ecke, die bereits an ihrem Platz ist. In diesem Fall ist sie sogar richtig gedreht, aber das ist nicht wichtig. Nutze diesen Algorithmus an, bis die Ecken an ihrem Platz sind. Okay, los geht's! Dreh die obere Seite im Uhrzeigersinn. Die rechte Seite wird auch im Uhrzeigersinn gedreht. Als nächstes drehst du die obere Seite gegen den Uhrzeigersinn und auch die linke Seite gegen den Uhrzeigersinn. Die obere Seite wird im Uhrzeigersinn gedreht, die rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt drehst du die obere Seite gegen den Uhrzeigersinn, aber die linke Seite im Uhrzeigersinn. Mach weiter, bis du es geschafft hast. Schritt 7. Löse die Ecken der letzten Ebene. Du bist fast fertig. Du musst nur noch die Ecken in Position bringen. Dreh den Würfel so, dass die gelbe Seite zu dir zeigt. Du arbeitest mit der oberen rechten Ecke. Wir lösen Ecke für Ecke mit diesem Algorithmus. Drehe die obere Seite im Uhrzeigersinn und die rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn. Dreh jetzt die obere Seite gegen den Uhrzeigersinn. Die rechte Seite drehst du im Uhrzeigersinn. Wenn du mit einer Ecke fertig bist, machst du mit der nächsten weiter, indem du die Seite drehst, die dir zugewandt ist. Verwende immer den gleichen Algorithmus. Dreh die vordere Ebene so, dass alle Farben des Würfels übereinstimmen. Gratuliere! Du weißt jetzt, wie man einen klassischen 3x3-Zauberwürfel löst. Wenn du es schneller schaffen willst,
Besorg dir einen hochwertigen Würfel, vielleicht einen Speedcube, und lerne die grundlegenden Algorithmen auswendig. Aber kein Stress. Übung macht den Meister. Mit der Zeit fallen dir automatisch die Züge ein und du wirst den Würfel problemlos in unter 5 Sekunden lösen.